Ach nein, wir machen noch mal einmal ganz kurz zurück diese Nummer hier mit den sozialen Rollen. Denn ich würde ganz gerne ganz kurz etwas sagen, Entschuldigung, zum Thema Identität. Auch nur ganz kurz, und da hoffe ich auch auf professionelle Unterstützung, denn das ist auch in der Psychologie ein ganz wichtiger Begriff. Identität, für uns Kulturwissenschaftler ist Identität ein Kernbegriff, ihr so kulturelle Identität zu schaffen. Das ist, ja, das braucht der Mensch, um sicher zu sein, um Gemeinschaft erleben zu können, um sich in sozialen Rollen einzufügen, sie zu erleben. Und Identität ist schwierig geworden. Schwierig geworden in der pluralen, globalisierten Gesellschaft. Denn wir können heute alles sein, müssen sich nur entscheiden. Und das ist für viele Menschen sehr, sehr schwierig geworden. Ich würde gerne ein kurzes Beispiel aus der Vergangenheit bringen. Das habe ich gelernt bei Gunther Hirschfelder, der auch sehr lange über das Mittelalter gearbeitet hat. Und der immer erzählte, wenn Sie im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit in Köln, einen Schreiner angucken, dann lebt er in der Straße, der Schreiner, hat eine Tochter oder Witwe eines Schreiners geheiratet, ist in der Zunft der Schreiner, geht in die Kneipe der Schreiner, sitzt in der Kirche, in der Bank der Schreiner und wenn er stirbt, wird er von Schreinern zu Grabe getragen. Das ist eine geschlossene Identität. Das ist ein Modell, so ganz geschlossen waren auch in der Vergangenheit die Identitäten nicht, aber deutlich geschlossener als bei uns. Wir jetzt hier rumfragen, was haben wir eigentlich alles für Identitäten, was sind wir? Das ist nicht nur Schreiner oder der Beruf, sondern da ist ganz, ganz viel mehr. Da ist man Tochter oder Sohn, Mann oder Ehefrau. Allein schon die geschlechtliche Identität ist anders geworden, offener geworden. Man hat eine berufliche Identität, da vielleicht auch nochmal in bestimmten Hierarchien andere Identitäten. In Vereinen, in Nachbarschaft, in, ja, wenn Sie auch noch andauernd jedes zweite Jahr umziehen, immer wieder neue soziale Rollen zu finden, neue Identitäten aufzubauen. Das ist extrem anstrengend. Und diese pluralen, wir sprechen auch nicht mehr von Identität, sondern von Identitäten, ist eine sozusagen eine Aufgabe, die der moderne Mensch und der postmoderne Mensch vor sich haben. Und vielleicht gucken wir deswegen auch oft so mit so viel Nostalgie in die Vergangenheit zurück, weil es da scheinbar so einfach gewesen ist. Bräuche, um da wieder drauf zurückzukommen, sind ein ganz wichtiger Aspekt, um diese Identität herzustellen, zu leben, sich in bestimmte Räume, in bestimmte Gruppen einzufügen, einzugliedern, eine klare Rollenzuweisung zu haben, aus der man aber auch wieder raus kann, denn das ist auch immer zeitlich befristet. Das ist auch vielleicht auch eine ganz angenehme Option, dass man nicht immer der Oberwibbler beim Karneval sein muss, sondern halt eben nach 3 Tagen auch was anderes wieder sein kann. Aber es ist etwas, was ja, die Identität der Menschen ganz, ganz stark prägt. Dieses Gefühl von, wer bin ich? Was bin ich? Karneval wird auch benutzt, weil es sich auch anbietet als identitätsstiftendes Element im Jahresablauf. Karneval wird auch oft benutzt, um Identitäten zu verstärken oder sich zu geben. Nehmen Sie eine ganz neue Entwicklung, nämlich Rosa Sitzung, Schwulen- und Lesbenkarneval in Köln. Jetzt wissen wir, in Köln, warum auch immer, ob es nur das Klima der Toleranz war, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber in Köln hat sich kristallisiert, dass es dort eine größere, lebendigere, sicher auch offenere Homosexuellen- und Lesbenszene gibt. Die Lesbenszene kenne ich noch aus der Zeit, wo es noch ganz verboten und heimlich war, in den 70er Jahren, weil ich befreundet war mit einer Sozialarbeiterin, die war die Lebensgefährtin damals von der Alice Schwarzer und wir haben uns sehr gut verstanden. Ich war da ein paar Mal dabei, habe auch ein paar Mal mitgeholfen, Schweineschwänzchen aufzuringen, mit denen hat man gerne geworfen, dann so auf Männer und so. So. Hat ja alles Spaß gemacht, aber es war eine versteckte Szene. Das war keine offene Szene. Nun wissen wir, in Köln hat sich das geändert und das ist auch gut so. Wo nun sucht sich aber
die Szene der Homosexuellen und Lesben eine von allen tolerierte oder ein von allen toleriertes Ambiente, um sich dann auch outen und identifizieren zu können. Das ist der Karneval. Die Rosa-Sitzung hat eine unglaubliche Funktion in der Richtung, weil da gehen auch noch normale Kölsche hin in die Sitzung. Das ist nicht nur für Homosexuelle bzw. für Lesben, sondern die ist auch attraktiv, weil sich so rumgesprochen hat, das ist eine super Sitzung, wunderbar, der Kölsche feiert gerne und ein bisschen exotisch pinksen tut er auch ganz gerne. Und das ist also eine ganz wundervolle Gelegenheit, für die eigene Sache zu werben, für die eigene Bewegung zu werben und für die eigene Identität Formen zu finden des Akzeptiertwerdens. Also das beobachte ich mit großer Spannung, wie das funktioniert. Es ist geradezu, ja, es ist schon virulent. Und es ist natürlich pfiffig, genau diese eigentlich erzkonservativen Ambiente aufzusuchen. Es gibt ja kaum etwas Köln Erhaltenderes als den Karneval, möchte man meinen. Und es funktioniert. Es geht tatsächlich. Das finde ich ganz phänomenal. Ich habe auch da gleich noch mal ein Bild zu den rosa Funken, ja, wenn wir über die roten Funken reden. Genau, also diese Identität, da geht es auf der einen Seite immer um das Ich, auf der anderen Seite aber auch um das Wir. Weil Mensch ist ein soziales Wesen, er ist immer in Gruppen unterwegs. Und hier kommen wir zu dem Thema der Stereotype wieder zurück, die Verallgemeinerung. Dass bestimmte Gruppen verallgemeinert werden und dass man sich anhand der Stereotype auch in Gruppen einpassen kann. Beispielsweise, dass Stereotypen, sag ich mal, für jemanden, der neu kommt, der extern ist, hilfreich sind, sich einzuordnen, einzugliedern, weil die im Prinzip ja erzählen, wie es läuft. Man merkt dann im Laufe der Zeit, dass das gar nicht so ist, aber sozusagen für den ersten Einstieg möglicherweise hilfreich. Und möglicherweise sind auch deswegen diese regionalen Stereotypen heute so wichtig und so verbreitet, weil wir in dieser pluralen und mobilen Gesellschaft leben, wo wir Gibt es, wenn ich das fragen darf, Sie wissen ja mittlerweile, dass die Kollegin Frau Dr. Hähnel aus Westfalen ist. Und gibt es sowas wie rosa Schützen? Nein. Nein. Ja, nee, ist ja interessant, oder? Ich meine, wäre ja auch möglich, aber ist nicht. Ne? Ich meine, Westfalen ist ja nun die Schützenbewegung sehr stark. Gibt es nicht, ja. Das gibt es nicht, aber es gab, das ist noch gar nicht so lange her, doch in der Presse diesen großen Skandal von einem homosexuellen Schützenkönig. Einmal, ja. Ich glaube, es ist gerade mal 2 Jahre her, der seinen Lebensgefährten nicht als im Schützenzug präsentieren sollte. Die haben das gemacht, also intern, die interne Gruppe in dem Ort, die haben das mitgetragen, aber die haben einen auf den Deckel gekriegt vom Westfälischen Schützenverband. Keine gute Presse. Ja. Genau, nein, also die Rosa-Schützen gibt es noch nicht, aber es gibt Frauenschützenvereine. Vielleicht ein erster Schritt. Genau. Okay, kommen wir zurück zum Kern des Kölner Karnevals, nämlich die Kölschen Funkenrot-Wies von 1823. Ist jemand von Ihnen in diesem Verein zufälligerweise Mitglied? Ich frage mal vorsichtig vorher. Nein, wirklich nicht? Gut. Ich habe die Herren kennengelernt bei einem Forschungsprojekt, das ist ein paar Jahre her. Als die Kölschen Funkenrot-Wies ein Jubiläum gefeiert haben und für dieses Jubiläum doch ganz gerne so ein schönes Buch gehabt hätten. Also, und da sollten mal Wissenschaftler quasi ihre Geschichte aufarbeiten. Und das war eine relativ einmalige Geschichte. So eine Chance kriegt man als Forscher ganz, ganz selten, dass man in so einen doch sehr geschlossenen, elitären Verein sozusagen eingeladen wird, da zu forschen. Und da eine Offenheit da ist, sich zu beforschen zu lassen. Und das war ein ganz, ganz interessantes Jahr mit den Kölschen Funken. Da habe ich auch das erste Mal Karneval gefeiert. Genau, okay.